Das war Hepeating. Yo, ich bin ein Profi. Den Profi nur mit B, so wie Brody. Cool, dann schauen wir das Video an von lieben Zio, ein neues. Wieder ein Schild in der Basics, das Format, das ich ultra liebe. Dieses scheiß TikTok. Oh Leute, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Denn was passiert, wenn man einen urigen Bayer auf die modernste Internetwelt der Neuzeit loslässt? Geil. Ja, es kann heute nur ein wenig lauter werden. Aber genießt trotzdem. Also Sepp ist quasi das. Achso, danke für den Sub, dankeschön. Yo, ich bin ein Profi, Profi mit Baby Brody. Dankeschön, Astro, dankeschön. 9. Monat, nice. 10. Monat sogar, 10. Monat schon. Ja, jedenfalls, was will ich sagen, ist also Sepp jetzt quasi der Inbegriff von Konservativismus, oder was? So wie meine Oma. Besuch bei eurem Lieblings-Bayer Sepp. Ihr wisst, Bayern ist ein bisschen bekannt. Böse Aussagen dienen nur zur Unterhaltung. Bitte übernimmt sowas nicht in euren Alltag. Das wäre wirklich nicht gut. Sepp ist einfach ein sehr spezieller Mensch. Der hat nicht mehr alle Kackbeutel an seinem Simex. Was? Also, ich wünsche euch viel Spaß mit Schildern. Nicht mehr Kackbeutel an am Simex. Aber eigentlich war der Kackbeutel ja eher an dem Fahrradfahrer. Ich hätte ja das gesagt. So ein Simex-Kackbeutel am Fahrradfahrer. Six, los geht's. Ding 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 CDT Zeichner, hi. Ding 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 ding. Immer die alte Frisur noch ohne Bart. Schild an den Basics. Hallo, ich hab die Schnauzen voll. Es sind nur irgendwelche Deppen da draußen auf der Straße. Jeder ist so unfreundlich. Ich konne mal. Jetzt hau erst mal eine Masse her, damit die Welt wieder in Ordnung ist. Nein, immer noch zu die Kneipe. Du hast immer nur einen Lockdown. Sepp, das entscheide ich gar nicht. Wenn der Söder sagt, alle Lokale bleiben geschlossen, dann darf ich nicht aufmachen. Söder, du Arschloch! Aber dass du wieder keine Eier in der Hosen hast. Merkel, mach die Shisha-Bar auf. Merkel, Shisha-Bar. Das ist dann die deutsche Variante davon. Dein Laden aufsperrst, deswegen hab ich mir in weiser Voraussicht selber wieder was mitgenommen. Alter, komm schon, du kennst die Corona-Regeln. Na, Alois, eigentlich nicht. Ich mag's ja gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da einfach ein bisschen scheiße. Ich bin ein bisschen scheiße. Wie geil ist denn das? Weil ist die Schere zu sagen, wie geht's denn da so? Ich hoffe wirklich saugut einfach nur, was treibst du denn so? Du, ich hätte ja gerne ein Bier anbieten, aber die brauche ich leider selber, weil sonst werde ich halt ja nicht mehr voll. So, aber über was reden wir denn halt so schönes? Was hältst denn du von TikTok? Oh, was wir da verhalten? Also, wenn man aus der Guschen stinkt, da braucht man halt schon so ein, zwei davor, damit der nächste nicht umfällt, wenn man anschmatzt. Sepp, es geht um TikTok, nicht um TikTok. Ich weiß nicht. Ich verstehe auch die Hälfte nicht, was er sagt. So, also, richtig weird, so mega bayerischer Dialekt. Ich verstehe schon viel, manchmal verstehe ich es aber nicht, weil er so mitten in seinem Film drin ist irgendwie. Aber es ist auch so eine Mischung aus verständlichem Bayerisch so. Moment, da muss ich ganz kurz recherchieren. Ich google den Scheiß mal schnell, dann weiß ich mehr, was es ist da. Also, TikTok, hier beginnen Trends. Also, letzten Trend, den ich noch irgendwie gefeiert habe, das war Kummersaufen. Aber jetzt schauen wir mal. Auf dem Gerät oder im Web können Zuschauer Millionen von. Wann war dein Kummersaufen ein Ding? Das war auch 2000 und nichts, oder? 2000, 2010, 2011? Nee, früher noch. 2008 oder sowas. Da war doch das Kummersaufen-Ding. Dann wurde es auch verboten auch. Schade eigentlich. Oh Mann. Personalisierten Kurzvideos anschauen und entdecken. Ich verstehe kein Wort. Warum steht da nichts über Alois sei Gulaschfresse? Sepp halt dein Maul. Nein, aber ich bin ja wirklich ein Mensch, der mit der Zeit mitgehen mag. Das ist sau wichtig, weil der nicht alt werden, du weißt schon Bescheid, gell? Also lass mal den Scheiß da mal ab. Wir installieren den Quatsch. Und dann kann er gespannt, ich bin gespannt. Hey, kennen wir die? Nee. Oh. Okay. Ist doch eigentlich Sepp voll gefallen, oder nicht? Ist doch ein Dirndl da, oder nicht? Oder sowas ähnliches. Du Alois, bist du sicher, dass ich nicht auf YouPorn bin? Was konnte mir doch Warum macht der Söder nicht gegen sowas was? Sepp, da gibt's auch ganz normale Inhalte, das ist nicht nur sowas. Ja, jetzt echt, oder wer? Vor allem YouPorn, wer guckt denn auf YouPorn, bitteschön, hä? Dann schau mal her! Berliner Brötchen? Bitte was? Das ist ein Yum-Yum-Döner, das hier sind Krapfen und das, meine Lieben, sind Dalis. Und ich glaube, da werden wir... Dalis? Wer sagt denn zu Brötchen Dalis? Dalis? Also für mich sind das Brötchen. Hä? Dalis? Ist das türkisch oder was? Dalis. Daliks meint er ja wahrscheinlich, das ist Essen. Ja, okay, klar, also ich sag dazu den Krapfen, also zu diesen Berlinern sage ich Berliner oder Krapfen. Das ist für mich beides gleiche, weil ich bin in Bayern aufgewachsen und dazu mal Krapfen mal gesagt. Und Berliner kann man dazu auch sagen. Also ich weiß, beides ist für mich okay. Nur Pfannkuchen geht gar nicht klar. Also wer Pfannkuchen dazu sagt, der hat die Hoffnung längst verloren. Aber Berliner Krapfen geht für mich beides klar.
die meisten von euch recht geben. Leck mich doch am Arsch, Mensch! Dalis, was haben denn Dalis? Das klingt ja wie aus deiner Droge! Spontan an dich, Bullen. Er reagiert einfach genauso wie ich hier. Ah, da ist Suppen mit einer Gabi, oder? Ist das Theo? Dalis ist der Was? Was? Muss ich nochmal gucken? Das habe ich noch nie gesehen. Hey, was war das denn? Pizza rausgeholt? Runtergeschmissen Pizza, rutscht da aus die Pizza, fällt runter und... Oh mein Gott! Ey, das könnte doch ich sein, oh mein Gott, wirklich! Mir ist was Ähnliches schon mal passiert. Mein Backofen war nämlich zu Hause, früher, wo ich aufgewachsen bin, auf Brusthöhe. Da war der Ofen so, der war auf dem Regal draufgestellt. So. War so eingebracht, war so vorgesehen, dass der Ofen da ist. Ich habe mir Pizza gemacht, habe meine Pizza rausgekriegt, das war Sommer, ich war oberkörperfrei, hole meine Pizza, ziehe meine Pizza so raus, aus dem Schrank, aus dem Ding mit dem Handschuh. Und plötzlich rutscht mir die Pizza entgegen. Ich will halt so ausgleichende Bewegung machen, dass die Pizza mir nicht auf meinen Bauch fällt, weil ich oberkörperfrei bin. Und plötzlich ramme ich mir dieses heiße Teil gegen meinen Bauch, diese Stange, habe wirklich so eine Brandnarbe hier, so unter dem Bauchnabel, so quer. Oh Mann, ich war verbrannt, der Ups. Ja. Vielleicht war der auch nur total betrunken, wie du letztens beim Toaster. Das war doch was völlig anderes, Alois. Jo! Ja! Wollt ihr Brötchen da drin machen, Toast oder was? Dann hau die App zum Diving! Das passt schon, ich hab hier einen, der gefällt dir auf alle Fälle, ich schick dir den mal ganz kurz. Ja, hau doch ruhig her, das ist mir scheißegal! Ich bin langsam skeptisch, ob es mit mir noch was wert mit dem Entdecke deinen Trends. Das kenn ich schon, Seit wann macht mein Vater TikTok? Weißt du, ganz ehrlich, ich hab mir einen auch für den Bierzelt, aber sowas hab ich auch nicht gesehen. Oh ja, oh, das habe ich gesehen. Oh mein Gott. Das habe ich auf TikTok gesehen. So, oh mein Gott. Es kann doch nur in Amerika sein. Es gibt doch nur dumme Menschen in Amerika, oder? Das ist ja auch Amerika. Ich meine, kein anderes Land würde das jemand machen. In keinem anderen Land würde man das machen. Außer in Amerika. Amerika ist einfach bildungsdrittes Weltland. Wirklich. Entwicklungsland. Es ist einfach true. Also wer macht denn... Wer ist denn so? Du siehst doch andere dort tanken. Du hast doch schon mal Tankerfahrung gemacht. Wenn du so ein Auto fährst, hast du ja auch Geld, um zu tanken. Was ist meine Oma auf TikTok? Was ist falsch daran? Ja, die hat den Benzin. Das sieht man ja. Die gießt mit Benzin ihr Auto gerade an. Willst du mal sauer machen, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Rechnung wird richtig hoch, ne? Oh mein Gott. Die wird sich wundern. Ja, leck mich am Arsch. Warum kostet ein Auto waschen 20.000 Euro? Ja, ja. Ich muss schon hier und da mal ein bisschen lachen. Also, man muss schon sagen, das ist gar nicht mal schlecht. Oh, look. A dandelion. Relax, one the season. Oder ich tue es doch. Das war doch eine Parodie an dem Ding, oder? An Ice Age. Gab's auch die Szene da, oder? Aber ich bin gerade so geflasht. Ich habe mein Bart heute ein bisschen rasiert. Also, ich habe jetzt hier diese langen Leftsen hier, wo immer das war, habe ich kurz gemacht. Und ich bin voll stolz, weil es fallen nicht mehr aus meinem Mund rein oder sind so ganz komisch aus. Jetzt sind die schön ordentlich hier an dem rechts und links in meinem Mund. Wunderschön lang geführt. So mag ich das. Ja. Ja. Aber Olus, das regt mir wirklich auf. Das ist so Verblödungsscheiß. Man lernt eigentlich gar nichts. Da kannst du gleich Wasser beim Kocher zuschauen oder Gras beim Wachsen. Das stimmt doch gar nicht. Es gibt sogar tausende Accounts, wo Wissen vermittelt wird. Dies gab ich erst, wie es mit eigenen Augen sieht. Warum machen wir das Ganze nicht im Oh nein. Ruhig, nein. Oh. Oh, jedes Mal, wenn ich ein Mitreden-Video sehe, werde ich erstmal schnippt in mir irgendwas. Stimmt wirklich mir irgendwas. Aber ja, was wurde da jetzt gesagt? Irgendwas Wichtiges, Unwichtiges, keine Ahnung. Erst wenn ich mit eigenen Augen sieht. Warum machen wir das Ganze nicht in Blau? Bist du mal ruhig, wie gehört der Martin möchte gern was sagen. Warum machen wir das Ganze nicht in Blau? Toll, Martin, toll. Das war Hippie-Tick. Das bedeutet, dass... Das war Hippie-Ting. Weil es auch nur Männer machen. Ist nicht so gewesen, es hätten es schon bei meiner Schulzeit auch schon Frauen gemacht. Hippie-Ting ist es dann, oder was? Also, das war Sätze-Shaming. Oh mein Gott, ey, als ob es dann so ist. Oh mein Gott. Dass ein Mann genau das gleiche sagt wie eine Frau, aber viel mehr Lob dafür bekommt. Die nervt mich auch am meisten, die von denen, ne?
Kann machen. Ich bitte irgendwer notschlachten? Also was dieser Song ist, Kini, okay, das war eine krasse Aussage. Ein anderer bekommt den Lob dafür, das ist ganz normal. Ich nenne es überhört werden, aber okay, dann von mir aus dann dummes auch wieder eingendern, ist doch mir scheißegal. Ab jetzt heißt es einfach Hip-Hitting, Sheep-Hitting, It-Pitting. Das ist ein Thema, das macht mich wieder scheiße aggressiv, Alois. Ich kann auch gar nichts dafür, geh weg, Mann. Aber Alois, es ist endgültig, ich hab wirklich ohne Scheiße, ich hab's eine Chance gegeben, ich hab kurz jetzt mal lachen müssen, jetzt reicht's. Ja, Moment, ich kann dir schon was Lustiges schicken. Vor allem geht Sepp jetzt eigentlich immer dann mit einem Messer zu seinem Kneipenlokal dahin, wo er gerne hingeht? Ist es immer mit dem Messer? Alles klar. Musst du auf alle Fälle lachen. Alois, musst du mich wirklich zu allem zwingen? Kannst du nicht einmal tolerant sein und meine Meinung akzeptieren? Bitte, einmal, bitte, war das möglich? Bitte, kommst du auf alle Fälle? Ja gut, dann zockert her. Das war geil. Ein bisschen lustig, Alois. War das Maxify? Maxifys Schwester einfach? Okay. Alles klar. Okay. Und das Ei? Okay. Alois, schau her, ich bin schon wieder auf Pornhub. Das geht's doch gar nicht, ohne Scheiß, das macht mich wirklich traurig. Früher war Unterhaltung nur so ein geiler Scheiß wie Wetten, das Verstehen Sie Spaß oder von mir aus auch sowas wie das Herzblatt. Ja gut, Verstehen Sie Spaß gibt's immer noch, ne? Läuft immer noch aktuell. Das ist mir scheißegal. Alles so, du hast dein Handy in der Hand, dann swipest du weiter, ist langweilig, weiter, langweilig, weiter, lustig, weiter, scheiße. Alois, das kann doch nur krank machen, oder? Das ist ja. Ja, ist auch bewiesen, also das ist bewiesen, aber es gibt aktuell Studien, die das die so forschen, dass TikTok das Hirn sehr stark übersättigt. Also ihr habt es auch überfordert und ihr auch dadurch mehr in die Depression auch gleiten könnt. Weil ihr habt dann in einer Sekunde irgendwie einen TikTok, wo es irgendwann ein trauriges Thema geht, seid dann traurig. Scrollt ihr weiter, geht's irgendwas Lustiges, lacht ihr wieder, findet es lustig. Geht ihr weiter, findet irgendwas weird, wieder immer. Und euer Hirn kommt auf diese Sachen nicht so klar. Also so schnelle Emotionen, die sich wechseln in euch, ist nicht gesund. Und ja, das kann so Depressionen oder irgendwelche anderen psychologischen Krankheiten führen. Also deswegen guckt, dass ihr nicht so lange auf TikTok abhängt und am besten, ja, nur meine TikToks guckt. Weil die sind alle nur lustig. Okay, ja, genau. Also ich würde das immer mit Maßen genießen, ne? Wie alles. Ja. Bedeckt doch auch vorsichtig sein. Duch, diese Scheiße, das ist Hi, are you Lightning? Because you're McQueen. Oh, Mommy's honking. I'll catch you later, Alligator. Ka-chow! Den kenn ich. Armes, kleines. Oh, Silva, danke dir für deinen Sub. Dankeschön. Ja, aber Silva ist irgendwie ein Bug. Der kann einmal subben und dann kann er erst ein paar Tage später erst das anzeigen lassen hier im Stream. Ich weiß nicht, warum es für Silva so ist. Entweder hat irgendwas falsch eingestellt oder ist es einfach, Twitch hasst ihn irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Oder Twitch wundert sich, warum er 31 Monate bei mir subbt, obwohl ich so ein Keck bin. Also, vielen lieben Dank, das habe ich jetzt gar nicht gesehen gerade. Tut mir leid. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das war doch nur ein Scheißwitz. Okay, jetzt alles oder nichts. Ein Versuch mach ich noch. Das ist der letzte Versuch. Wenn das ist nichts wert, dann war es für mich endgültig ohne Scheiß jetzt. Schau mal das Video. Was ist denn los mit dir? Boah, ich muss so aufs Klo, ey. Ja, dann geh halt schnell. Nee, ich geh bloß daheim. Oh, nee, komm, Mio. Hier kommt doch gleich ein Brocken aus dem Ohr raus. Jetzt geh halt aus dem Ohr. Ich geh lieber heim. Gehst jetzt extra heim, nur um zu kacken. Oh, nee. Aber normal ist das auch nicht, oder? Ich glaub, das wären Zwillinge. Na dann. Ja, okay. Also, so ein Horror-Heimscheißer oder was? Also ich, wenn es wirklich dringend ist, geh auf fremden Toiletten kacken. So ist es ja nicht. Also, aber nur wenn es dringend ist, wenn ich es muss. Hier bei Anna gehe ich voll ungern aufs Klo, weil das verstopft immer so schnell, weil das Loch ist zu klein für meinen mächtigen Haufen. Das ist voll krass. Dankeschön für die Info, Leute. Ah, was soll ich abschließend sagen? Wenn du auf Freit mit der App hast, dann wünsche ich dir viel Spaß und den Scheiß. Nur rate ich dir an der Stelle schon, dass du dir hier und da mal einen Content gibst, der dich so ein bisschen auf Trab hält. Nein, ich weiß nicht, irgendwie so gesund konnte es nicht sein ohne Scheiß.
Ja, komm, Ohren, gehen wir uns noch, oder? Selbst jetzt bist du schon süchtig. Alles hat der Fresse und ich hau so stark mit meiner Faust in dein Gesicht futzen rein, dass die Nachbarn es noch scheppern her. So, was hab ich denn da? Are you winning, son? Hehehe. You look so pretty, please show me your t- When you pay extra $30. Ja, das sind doch Sachen, die aus YouTube gedingst wurden, oder nicht? Also bei sowas frage ich immer wieder, das ist doch kein richtiges TikTok, das ist einfach auf YouTube hochgeladen. Es gibt so viele TikToks, wo Leute irgendwelche Fernsehshows hochladen oder YouTube-Videos hochladen und dann so machen Part 1, Part 2, Part 3, bla bla. Dann denke ich mir immer so, da bräuchte ich doch auf TikTok gucken, dann kann ich doch auf dem, statt immer den Part zu suchen, rumzuscrollen, die richtige Sache zu suchen, muss ich so immer dann Ewigkeiten rumscrollen. Dann gehe ich einfach auf TikTok, wie du das Video an, so. Also sowas überspringe ich immer direkt, weil sowas will ich keine Aufmerksamkeit geben, wenn die auch so Sachen eins zu eins übernehmen, so. Emily, mach's gut, hau raus. Oh girl, hi. Ich raff hier nicht, was hier geht jetzt hier. Na, OnlyFans. Son, don't be a trash man that makes men ashamed. You gotta make men proud. Daddy. Sind sie gut jetzt, oder was? I do not wish to be horny anymore. Was passiert hier? I just want to be happy. Was passiert hier? Son. Ui, das war ja wirklich total. Was passiert hier? Diese Charakterentwicklung durch diese gesunde Vater-Sohn-Beziehung und vor allem diese Message, dass man kein Weib hinterherlaufen soll, nur weil es einen geilen Busen hat. Ich sag's dir, ich muss fast wohnen. Na, Sepp, werden wir langsam mit dem Alter weich, oder was? Oh. Ja, Sepp, komm schon, Alter. Verpackst du mit Sicherheit? Sepp, verpiss dich jetzt! Danke, dass ich Sie bewirten durfte. Er lebt noch, okay. Wollte ihre letzten Besuche Revue passieren lassen und hier drüben kicken. Die waren ja auch alle sehr speziell. Ich hab gerne was ins Gästebuch und bewerte dieses Lokal trotz Lockdown positiv. Und ansonsten muss ich ja doch sagen, dass Sie sich jetzt verpissen müssen, weil Sie dürfen gar nicht hier sein. Jo. Was ist hier los? Komm, mach einen Abflug, Sepp. Auf geht's, hopp, raus! Er kann das nämlich auch zu Hause trinken, wenn er es selbst mitbringt. Hey, WTF. Aber ich feiere das Format ultra. Ich, als die erste Folge rauskam, ich habe, glaube ich, alle Videos gesehen von alle Formate, alle Children and Basics gesehen. Und als das erste Video rauskam, habe ich auch gedacht, so, das Format wird geil. So. Und jetzt schon Folge 53 oder so. Oh mein Gott, krass, feiere ich, Zio. Nice auf jeden Fall. Fion, ich bin ein Profi. Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.